Um das folgende Video in voller Gänze genießen zu können, tut euch selbst den Gefallen und schaltet das Licht aus. Dreht den Sound auf, lehnt euch zurück, genießt die spannende Atmosphäre und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, euer Daxon. Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Dead Space. Ich bin der Daxon. Uah! Scheiße, mein ganzes Konzept ist gerade gestorben, was ich sagen wollte. So, wir müssen wohl hier auf diesen gelben Klumpatsch da schießen. Oh, was ist das hier? Verschwindet direkt? Ja, womit wollte ich dieses Video eigentlich beginnen? Ja, letztes Mal mussten wir feststellen, dass auch unser Körper, zerteil- und zerlegbar ist. Ja, wir sind das erste Mal gestorben. Das habe ich zweimal hintereinander geschafft, das letzte Mal. Aber jetzt haben wir wieder Schwerkraft unter den Füßen. Und jetzt wissen wir auch, was diese Löcher hier in den Wänden verursacht hat. Halleluja. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Jawohl. Ja, eigentlich scheint schon wieder verdrückt. Gibt es ja nur einen Weg. Sonst wären wir in der Sackgasse gelandet. Oh Gott, ich muss wieder durch diesen gottverdammten Raum durch. Ja, open it, open it, open it. So, ich hoffe mal, da warten keine bösen Überraschungen mehr auf uns, doch. Wo ist das Mistvieh jetzt hin? Keine Ahnung. So, wenn ich mich recht erinnere, haben wir irgendwo noch ein Powerbench eingesammelt. Stimmt das? Jawohl, einen hat man noch. Und das letzte Mal habe ich ja gesagt, wir rüsten unseren Anzug ein wenig auf. Da müssen wir jetzt zwar, ja, ein wenig hier ins Leere skillen. Ach so, scheiße. Ich dachte jetzt eben, wir hätten das HP schon gelevelt, könnten hier weitermachen, aber ich bin ja blöd, wir müssen ja hier weitermachen. Ja, das heißt, wir müssen nochmal einen mindestens verbuttern. Ein Power Note, dass wir wieder zum nächsten Skill weiterkommen. Das werden wir aber jetzt mal angehen, die nächste Zeit. Der Plasma Cutter ist erstmal gut ausgerüstet. Kommen wir mit so ziemlich jeder Bedrohung klar. Momentan. Deswegen stecken wir die nächsten Dinger mal, ja, in unseren Anzug. Die Dinger, ja, Power Notes natürlich. So, und wir gehen wieder in den Fahrstuhl. Und treten die Rückreise an. Isaac, can you hear me? It's Kendra. They attacked me, I ran for it, and Hammond just... He just disappeared. Kendra? Where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I've barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but I don't think they know I'm in here. I can log into everything from here. I hacked the route and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the marker. I'll keep looking. I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. Gut, wir werden weiter hier durch Ishimura gehetzt. Und wir sind wieder hier an diesem Main Spot, wo sich alles aufgabelt. Wir gehen erstmal in den Store. So, was haben wir denn zum Shoppen hier? Den Anzug können wir immer noch nicht upgraden, so wie es aussieht. Ja, Plasma Energy haben wir jede Menge. Das können wir mal langsam verkaufen. Pulse Rounds gehen in die Bank. Flammenwerfer haben wir auch keinen. Line Racks, ja, haben wir auch nicht. Ripper Plates haben wir auch nicht. Stasis Packs, mal. Gold Semicon verkaufen wir, jawohl. Und was haben wir denn hier noch alles? So, jede Menge Plasma Energy. Jawohl, da verkaufen wir mal ein bisschen was. Lassen wir uns so ein paar Power Notes leisten können.
Einen nehmen wir nochmal mit drüber. Oh, guck mal, schon haben wir 53.000 zusammen. Power Note, jawohl. Nochmal einen, nochmal einen. Weil so schön ist, nehmen wir nochmal einen mit. So. Vier Stück, das ist gut. Ich denke, umso früher wir aufrüsten und umso mehr wir aufrüsten, umso einfacher wird es doch für uns. Ja, super. Jetzt geht's hier durch so ein super sicheres Tor. Oh nee, das ist so eine Schleuse hier. Ach, hör mir da auf. Das heißt, nichts Gutes. Macht er jetzt auf hier, oder? Hallo? Oh ja. Und wir sind wieder an der frischen Luft. Was liegt hier? Da fliegt auch noch was rum. Hallo? Das holen wir mal bei, da sammeln wir alles mal auf, was hier rumliegt. Wow, das sieht aber nice aus, oder? Ach, Alter. Richtig schick. So, ich habe jetzt dank des Upgrades von meinem Anzug ein wenig Zeit, mich hier umzusehen. So, da war doch noch irgendwo eine Kiste eben, oder? Irgendwas hat er da grün geleuchtet. Wow. Wow. Ich wollte schon sagen, da ist sowas angeflogen, aber es wird ja wohl kein Monster sein. Das ist ja hier unmöglich, aber anscheinend ist das doch möglich. So, wo kamen wir denn jetzt her von da, ne? Sag mal, ich hab da hier was Grünes leuchten sehen eben. Na ja, komm, bevor wir hier krepieren, deswegen. Gehen wir mal weiter, ne? Oder ist schon das nächste Vieh? Krepier, du! Du Sack! Ja, Leute, ich krepier auch gleich. Ich brauch so ein Erkennen. Jawohl. Dann können wir uns noch ein bisschen hier umgucken. Sag mal, der hat doch eben irgendein scheiß grün geleuchtet. Wo ist denn das? Was? Echt? So, da hatten wir den Ausflug auch überstanden. Und jetzt geht's in die halbwegs sichere Ishimura zurück. Gerade, wir sind ein wenig angeschlagen. Dann nehmen wir nochmal hier so ein Small Backpack. Boah, da fängt der Terror ja direkt an. Boah, Leute, der Sound ist gerade. Nee, bleib mal offen. Ist gerade extrem laut bei mir. Wir fliegen hier gleich geordnet, Leute. Mal gucken, ob ich das nachher im Video so lasse oder ob ich da noch ein bisschen was editieren muss. Da liegt noch ein Schematic rum. Schon. So, nichts wie weg hier, dass es mal wieder ein bisschen leiser wird. Uah, ist das eklig hier. Was ist das für ein Riesenvieh? Ey, was ist das für eine Buchung? Uah, da hängt noch ein Typ raus, ey. Das ist ja eklig. Macht er noch was? Nee, der regt sich nicht mehr. Ja, wo lang jetzt? Alles klar. Oder wollen wir erstmal da hinten nachschauen? Ach, komm, das haben wir jetzt schon oft genug gehabt, dass sich die Gegenrichtung als, ja, vorteilhaft erwiesen hat. Schauen wir doch mal. Ah, das ist auch hier der Fall. Das gefällt mir überhaupt nicht hier mit diesem Gang da. Oh, da gibt es schon wieder was zu lesen. Also, für alle, die Englisch können und lesen möchten, wie immer Pause drücken, dann könnt ihr das jetzt machen. Ansonsten Pech gehabt. So, ein Power Note. Da haben wir jetzt 5 Stück. Da können wir einiges aufrüsten. Ja, und es geht wieder raus. War doch gut, dass wir da lang gegangen sind, ne? Was ist das denn hier? Nee, komm. Bringt wahrscheinlich eh nichts, wenn wir da reinschießen, außer dass wir Munition verlieren. So, was ist das? Ach, da müssen wir hin. Nö, mach ich nicht. Ich geh erstmal hier rein. Pauschal wieder da reingeballert. So, was liegt denn da noch rum? Plasma.
screw the engine. Und ein Audiolog. I can't restart it by myself. And with all the other shit going on, it's obvious this is sabotage. I'm heading for the bridge, and then I need to find Elizabeth. I gotta get her off this ship. It's not safe. Ja, dass das Schiff hier nicht sicher ist, habe ich mittlerweile mehrfach festgestellt. Aber warum das so ist, wissen wir immer noch nicht, ne? Ich weiß nicht, ob die da hier irgendwelche Experimente gemacht haben oder was jetzt genau die Ursache dafür ist, dass das hier so eskaliert ist. Nö, da gehen wir hier nochmal rein. So, und jetzt schieße ich das Gitter nicht kaputt und garantiert kommt jetzt irgendein Fieder raus. Wetten, 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 wetten. Na gut. Hätte ich verloren, die Wette. Aber irgendwas hört sich hier nicht so gut an. Oh, Leute, ich hab schon wieder Gänsehaut. Wow, das sind die, oh, die kleinen Drecksbiester hier. Biestmaden. Oh, da liegt nur einer. Der wird jetzt gleich da rein. Ui! Oh, sorry, das wollte ich eigentlich nicht. Habe ich jetzt einen Unschuldigen da umgenietet oder was? Scheiße. Im Eifer des Gefechts. Ui! Wo ist das Kackvieh hin? Oh, wo ist denn das hin? Oh, das sieht so gar nicht gut aus. So, es geht immer weiter nach unten. Da tropft da was von oben. Jetzt haben wir nicht, das Vieh kommt gleich von oben herunter. Gut, da brauchen wir die Stasis gleich. Wo ist denn das Mistvieh jetzt eben hingerannt? Es fällt uns... Oh, da zappelt auch noch einer ab. Das fällt uns doch garantiert gleich in den Rücken. Nochmal Stasis. Ne, haben wir voll. Also hier, viel Stasis liegt hier rum. Oh! Da waren viel in der Kiste drin, oder was? Aha. Auch das erste Mal hier, Premiere. Was ist denn da mit den Typen, die da in der Wand hängen? Dann können wir die von ihrem Leid erlösen? Das ist so hier die Brutkammer, oder wie? Das erinnert mich gerade an Alien vs. Predator. Da hängen die Typen ja auch an so einer Wand. Und werden, ja, umgemorpht. Beziehungsweise müssen als Wirte herhalten. Nachladen wollte ich eigentlich, genau. Und langsam machen. Hallo? Oh, ich hab gar keine Stasis, das sehe ich jetzt erst. Kacker. Da müssen wir doch nochmal hier in den Raum rein. Mal aufladen, das Ding. Achso, da müssen wir nicht gedrückt halten. Das müssen wir einmal drücken und dann lädt er das komplette Ding auf. Den kompletten Stasis-Balken da. So, nur aber. Und rein in die gute Stube. Oh, Inventar schon wieder voll. Nein, das gibt's doch gar nicht. Scheiße, was können wir da jetzt rauswerfen? Verdammt. Komm, wir nehmen mal so ein Stasis-Modul da. Nehmen wir mal lieber hier die Munition mit für eine Waffe, die wir noch gar nicht haben. Ja, komm, put, 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 put. Kommt her. Damit ich euch in die Luft jagen kann. Oh, da kommt noch so ein großer Kackpratzen in der Ecke geschlendert. Das macht dir gar nichts aus hier, den kleinen Drecksviechern. Mistplagen hier. Pisst euch. Ein Schuss hätten wir noch hier in unserem, ja, Plasma-Cutter gehabt. Du bist auch ruhig, jawohl. Können wir die Dinger hier eigentlich mitnehmen? Ne, schade. Schade, schade. Ja, hier ist ein Speicherpunkt. Den werde ich aber nicht benutzen. Zumindest noch nicht. So. Große Tür heißt großes Rätsel, großes Geheimnis oder große Anzahl an Gegnern. Ja.
Ihr letzteres. Aua, du. Die krabbeln aber auch hier. Bis zum letzten, bin ich besoffen oder was? Ja, komm mal her. Die Schnute auf. Ah, ja, da kommt er. Und da stirbt er. Oh, da kommt noch einer. Boah, was ist das für eine? So einen hatten wir auch noch nicht, oder? Wie so einen ganz fetten. Nein, oder? Das ist hier die Mutter aller kleinen Mistratten hier, oder was? Hör auf, wie viel sind das? Ich muss nachladen. So, haben wir jetzt alle. Oh, so, das war Geld, wenn ich das recht gesehen habe. Da liegt nochmal Asche rum. Ja. Bevor wir hier mit dem Looten weitermachen, liebe Leute. Time is up. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Zocken. Euer Daxon.